Herzlich willkommen zu dem vermutlich letzten Teil der großen Leaks für die mögliche zukünftige Storyline zu One Piece. In diesem aktuell letzten großen Teil geht es sehr viel darum, einige kleine Rätsel, aber auch am Ende des Videos das große Laugh-Tale-Rätsel aufzudecken. Dabei erfahren wir laut dem Leaker möglicherweise verdammt viele interessante Infos und mögliche Spoiler für das ganz große Finale zu One Piece. Vorab möchte ich hierbei nochmals erwähnen, dass diese Leaks keine feste Reihenfolge darstellen und an gewissen Stellen auch ziemlich unklar und rätselhaft erscheinen. Jedoch will ich euch einfach das vortragen, was der Leaker bereits veröffentlicht hat. Bei weiteren Fragen einfach einen Kommentar hinterlassen, sowohl hier als auch sehr gerne über Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also das folgende One Piece Video beinhaltet möglicherweise den ein oder anderen zukünftigen Spoiler. Diese sind jedoch nicht, ich wiederhole, nicht offiziell und das heißt, keiner der aufgeführten Punkte ist bisher bestätigt worden. Aber dennoch gibt es in dem Video wirklich viele sehr interessante Punkte und Themen, die durchaus plausibel und auch nachvollziehbar Sinn ergeben und möglicherweise in Zukunft auf gewisse Art und Weise genauso eintreffen könnten. Deswegen seid ihr hiermit nochmals gewarnt. Das Geheimnis vom Strohhut. Vor langer Zeit hat der König des antiken Königreichs die Zerstörung seines Sonnenreichs vorhergesehen. Er ist auch derjenige, der dem Kozuki-Clan befahl, das unzerstörbare Buch, bekannt als Pornoglyph, zu konstruieren, um ihr Wissen zu bewahren und das Buch in viele Teile über die sieben Weltmeere zu verbreiten. Dabei sind die Dees, die direkten Nachkommen des Königs der Sonne, die prophezeiten, die Grenzen von Wano Kuni zu öffnen, was durch das Lesen eines der beiden Strohhüte angedeutet wird. Doch um einen Strohhut zu lesen, muss er zunächst einmal zerstört werden. Die derzeit einzigen Personen, die momentan in der Lage sind, die antike alte Sprache zu entschlüsseln und lesen zu können, sind Nico Robin und die Erweckten vom Stamm der drei Augen. Die Botschaft, die Nico Robin entschlüsselt hat, lautet wie folgt: Pluton, das Sonnenschiff des antiken Königreichs, schlummert tief in den Tiefen des Berges Fuji. Wenn der Donner am Himmel hoch oben erneut tobt, werden die Siegel brechen und Pluton, das Sonnenschiff, wird in den sieben Weltmeeren wiedergeboren. Die von Nico Robin entschlüsselte Nachricht gehört zu Ruffys Strohhut. Damit die Nachricht erscheint, muss der Strohhut zunächst einmal, wie gerade erwähnt, zerstört werden. Erst wenn dies geschieht, wird das Muster der Knoten entlang der einzelnen Strohstücke endlich enthüllt. Der andere Strohhut, den Imusama derzeit kontrolliert, ist nicht deshalb groß, weil sein Vorbesitzer ein Riese war. Der Vorbesitzer ist, wie ihr alle bereits wisst, Joy Boy, der übrigens eine ähnliche Größe aufweist wie Monkey D. Ruffy. Doch Joy Boys Strohhut ist tatsächlich etwas größer als der von Ruffy, weil er eine größere Menge an Wissen enthält. Der Akt des Lesens kann das Schicksal der Welt sehr stark verändern, je nachdem, wer dieses Wissen besitzt. Die Rückkehr nach Wano Kuni. Die Strohhut-Piratenbande kehrt im Laufe der Handlung noch einmal zurück nach Wano Kuni. Auf Ruffys Anweisung hin befiehlt Momonosuke Sunisha, die Grenzen des Landes zu öffnen. Die Zerstörung der Grenzen um Wano Kuni führt zu einem donnernden Gebrüll, das die Meere und in den Himmel hallt. Und die Mauern rund um Wano Kuni zerfallen schließlich. Auch ein Großteil des neuen Wano Kuni stürzt ins Meer und das alte Wano Kuni erscheint nach und nach in seiner ganzen Pracht. Pluton taucht nach einem langen 800 Jahre andauernden Schlaf aus der Tiefe des Meeres hervor. Blackbeard und dessen Piratenbande erscheinen ebenfalls auf Wano Kuni zur selben Zeit wie auch die Weltregierung. Alle sind anwesend, sie haben alle ein Ziel, die antike Waffe Pluton zu besitzen. Ruffy kann mit Hilfe seiner Verbündeten diesen Angriff der Feinde abwehren, aber sie müssen anscheinend aufgrund einiger unerklärlicher Ereignisse flüchten. Die antike Waffe Pluton. Nach ihrer Flucht von Wano Kuni erkundet die Piratenmannschaft schließlich die antike Waffe Pluton, die sie bei der Flucht mitgenommen bzw. mit Hilfe der Pluton überhaupt erst flüchten konnten. Zurück bleibt der Krieg auf Wano Kuni zwischen den drei erwähnten Parteien, die ich bei Part 2 der großen Leaks erwähnt habe. In einem zentralen Bereich des Schiffs gibt es sowas wie einen Hauptkontrollraum und dort befindet sich ein Hebel. Wenn man den Hebel betätigt, schließt sich das normale Segel des Schiffs
und senkt sich nach und nach ab. An seiner Stelle erscheint ein unglaublich großes Metallsegel. Dieses Metallsegel ist das sogenannte Solarpanel, das Schiff mit Energie versorgt. Es ist ein Teil der antiken Ausrüstung, die dazu beiträgt, dass das Schiff auch an windstillen Tagen mit Höchstgeschwindigkeiten vorantreibt. Einige weitere Teile der antiken Ausrüstung der Waffe Pluton sind, wie in einem vorherigen Video erwähnt, verloren gegangen. Die verbliebene Ausrüstung reicht jedoch aus, um das Schiff sogar durch das windstille Gebiet, das jetzt als Kahn-Belt bekannt ist, durchzubewegen. Nachdem es der Weltregierung nicht gelungen ist, die antike Waffe Pluton zu beschaffen, ist sie nun in totaler Panik. Sie müssen Nico Robin und Ruffy und den Strohhut um jeden Preis gefangen nehmen. Aber auch die Strohhut-Piratenbande hat nach dem zweiten Besuch von Wano Kuni ein neues Ziel. Sie sind auf der Suche nach dem zweiten Strohhut, um ihn zu entschlüsseln, damit die Weltregierung für immer vernichtet werden kann. Nico Robin. Zu Beginn direkt eine Randnotiz, dieses Mal von mir. Dieser kurze Themenblock ist wirklich sehr kurz gehalten und es sind vielmehr einzelne Stichpunkte bzw. kleinere Sätze, aber ich denke dennoch sehr, sehr interessant, dies zu wissen. Nico Robin wird kurz nach Wano Kuni durch einen Hinterhalt von der Weltregierung gefangen genommen. Um Robin zu retten, muss Monkey D. Ruffy die Pluton der Weltregierung überlassen im Austausch gegen Nico Robin. Während den ganzen Ereignissen befindet sich die Strohhut-Piratenbande in einem direkten Konflikt mit der Flotte der Weltregierung, um Nico Robin zurückzuholen. Hierzu gibt es eine weitere Randnotiz vom Leaker. Ruffy zieht versehentlich einen anderen Hebel und ein Solarstrahl wird auf die Schiffe der Weltregierung geschossen, wodurch fast die gesamte Flotte zerstört wird. Und eine weitere Randnotiz, die antike Waffe Pluton wird noch zerstört und viele der Technologien dieser Waffe werden beim Upgrade der Thousand Sunny verbaut und verwendet. Die Insel Laugh-Tale Teil Nummer 1. Die Strohhut-Piratenbande befindet sich nun auf der letzten Insel Laugh-Tale, wo einst ein Teil des Sonnenkönigreichs erblühte. Geführt wird die Piratenmannschaft durch einen hellen erleuchteten Korridor, der wahrscheinlich zur größten One-Piece-Bibliothek der Welt führt, deren Ausmaß selbst die Bibliothek von O'Hara nicht annähernd erfassen kann. Den Wächtern von Laugh-Tale zufolge enthält die Bibliothek jedes einzelne Buch, das von der Menschheit seit der Geburt der Schrift geschrieben wurde, ein Ort, an dem das Wissen verehrt, aber auch gleichzeitig geschützt wird. Vor langer Zeit gab es zwei große Superkontinente, die jeweils von zwei großen Königreichen regiert wurden. Eines herrschte über den Osten und das andere wiederum über den Westen. Beide Reiche beherrschten die Fähigkeit, sich die Kraft der Sonne zunutze zu machen. Obwohl beide Königreiche fast gleichermaßen mächtig waren, war das Sonnenkönigreich, das über den Osten herrschte, etwas mächtiger. Als Zeichen des Friedens schickte der im Westen herrschende König seinen einzigen Sohn zum Osten herrschenden König. Der Name dieses Sohnes ist Imusama, der erst etwas mehr als 2 Jahrzehnte später mit dem Wissen um seine eigentliche Abstammung aufwuchs. Imusama ist jetzt 20 Jahre alt, das ist auch das Alter, in dem man offiziell zum Erbe gekrönt werden kann. Einige Zeit, nachdem er 20 geworden ist, entdeckt er jedoch seine wahre Abstammung und erfährt, warum er nicht zum Erbe des Königreichs gekrönt werden kann. Und dies soll der Beginn des großen alten Krieges zwischen den beiden Königreichen des Osten und des Westens werden. Das Königreich des Westens führt zusammen mit den anderen Nationen unter der Führung von Imusama Krieg gegen das Königreich des Ostens, sprich gegen die Sonne. Die Insel Laugh-Tale Teil Nummer 2. Der große Krieg war ein Ereignis, das der König der Welt schon lange vorhergesehen hat, was er Dyras vor seinem Tod auch mitteilte. Wenn der globale Krieg ausbricht und die Sonnenwaffen, sprich die antiken Waffen zum Einsatz kommen, werden nicht nur viele Königreiche und Nationen aussterben, sondern auch die Menschheit selbst wird in Gefahr sein. Doch um dies zu verhindern, muss eine Sache getan werden. Das Königreich der Sonne muss von Angesicht dieser Welt verschwinden. Die Strohhut-Piratenbande erreicht nun ein riesiges, unzerstörbares Tor, das zu einer inneren Stadt führt, die seit fast 900 Jahren verborgen liegt. Das Tor ist aus dem gleichen Material wie die Poneglyphen. Hier machten auch die Roger-Piraten auf ihrer Reise in Laugh-Tale Halt. Denn sie waren nicht in der Lage, weiterzureisen, aber die Strohhüte hatten nun die nötigen Relikte zur Hand, entriegelten das unzerstörbare Tor und drangen in das Innere der Stadt vor, zu dem selbst die Roger-Piratenbande keinen Zugang hatte, und zwar die Hauptkammer des Königreichs der Sonne.
Der Grund, warum die Roger Piratenbande nicht in der Lage war, die Tore zu öffnen, war, dass Lyras eine Prüfung aufgestellt hat, die bestanden werden muss, bevor das Geheimnis des Königreichs erlangt werden kann. Prinz Lyras, oder auch Joyboy genannt, weiß, dass das Geheimnis des Königreichs unermessliche Macht bringt, die, wenn sie in die falschen Hände fällt, die ganze Welt vernichten wird. Die Insel Laugh-Tale, Teil Nummer 3. Zu seiner Zeit wurde diese Macht nicht nur für den Frieden genutzt, weil es Rivalitäten zwischen den verschiedenen Mächten gab. Deshalb teilte Joyboy seinen Schlüssel in mehrere Teile auf. Und das sind die uralten Relikte, die jetzt die Strohpiratenbande besitzt. Sie wurden auf der ganzen Welt zum Schutz der Menschheit verteilt. Lyras glaubt, dass die verschiedenen Hüter der Relikte nur dann zusammenkommen und das Tor öffnen können, wenn eine echte Freundschaft besteht. Nur mit dieser Freundschaft und Bindung wird Lyras sich sicher fühlen, das Geheimnis des Sonnenkönigreichs zu enthüllen und weiterzugeben. Nachdem die Prüfung bestanden ist, öffnen sich die Tore nach über fast 900 Jahren aus ihrem Schlaf. Diese Stadt, sie erstrahlt in der glänzendsten Farbe von Gold, die je ein Mensch zuvor gesehen hat. Es ist eine Stadt aus reinem Gold, die Sonne scheint durch sie hindurch. Sie reflektiert das gesamte Sonnenlicht und blendet die Augen fast aller Anwesenden. Und dort in der Mitte von all dem glänzenden Gold dieser Welt liegt ein grauer Schatz, den die Menschen seit jeher das One Piece nennen. Ein Gegenstand, der unvergleichlich ist. Das große One Piece ist ein Fusionsreaktor, eine magische Energiequelle, die es mit der Sonne tatsächlich aufnehmen kann. Die Insel Laugh-Tale, Teil Nummer 4. Der Schlüssel zum Öffnen der Haupttore des Sonnenkönigreichs wurde in 11 uralte Relikte aufgeteilt, von denen 10 seit der Antike von 10 verschiedenen verbündeten Nationen gehalten wurden. Einige dieser Nationen wurden schon vor langer, langer Zeit enthüllt, wie zum Beispiel Wano Kuni, Zu, die Lunaria, Elbaf, die Fischmenscheninsel, Skypia, der Kuya-Stamm und auch Alabaster. Es sind viele verschiedene Gruppen von Lebewesen, die unter dem Befehl Joyboys vor rund 900 Jahren aufbrachen und sich über die Weltmeere aufteilten. Dies taten sie, um alle Lebewesen zu schützen und den Frieden für alle Nachkommen in den nächsten Jahrhunderten zu bewahren. Und so beschloss der König des Sonnenkönigreichs vor rund 900 Jahren, dass sein Königreich von angesichts dieser Welt getilgt werden muss. Ein Wille, der von seinem Sohn Joyboy geerbt und auch umgesetzt wurde. Wenn das Haupttor des Sonnenkönigreichs geschlossen wird, werden jeweils 10 der kleinen antiken Gegenstände an die 10 verbündeten Nationen überreicht, bevor sie nach draußen in die Welt reisen. Die Relikte wurden geschützt und von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben. Aus diesem Grund sagten die Menschen der verbündeten Nationen am Ende der großen Handlungsstränge immer das Gleiche. Vielleicht sind das die Menschen, auf die unser Land gewartet hat. Die Menschen, die uns in der Zukunft führen werden. Damit meinen sie Ruffy und die Strohhut-Piratenbande. Allerdings haben sie die uralten Relikte, die sie beschützen, noch nicht herausgeholt, um sie Ruffy zu geben. Auch weil das Wissen, dass diese uralten Relikte ein Teil des vollen Schlüssels sind, vergessen wurde. Doch der Tag wird kommen, an dem diese alten Relikte das Licht der Morgendämmerung erblicken. Wenn Ruffy jeden dieser Beschützer wieder sieht, das Licht der ersten Morgendämmerung ist nun nah. Die Wahrheit über den roten Shanks. Randnotiz vom Leaker: Ich bin mir bei diesem Teil nicht gänzlich sicher, aber ich erzähle mal das, was ich bereits weiß. Vor Jahren, als Shanks den East Blue zum letzten Mal verließ, hat der Ruffy bereits eines der uralten Relikte, das heißt das letzte Puzzlestück, das Hauptstück des Schlüssels, zum Haupttor des Sonnenkönigreichs übergeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Szene uns vorenthalten wurde, aber ich vermute, dass der nächste Abschnitt zu 100% stimmen wird. Der Schlüssel ist eigentlich der Strohhut, der von Roger an Shanks und anschließend an Ruffy weitergegeben wurde. Der Strohhut ist technisch gesehen nicht der Schlüssel selbst, sondern eher ein Wegweiser zum eigentlichen Schlüssel, wenn man den Hut zerlegt und die Schriften entschlüsselt. Dies meinte Rayleigh, als er sagte, wir waren einfache Menschen ohne dem Wissen von den Leuten auf Ohara und einer der Gründe, warum Roger die Flamme des Lebens mit seinen letzten Worten entzündete. Im Wesentlichen ist es das, was Shanks zu Ruffy sagt. Werde eines Tages ein starker Pirat und decke alle Wahrheiten auf, die diese Welt von uns verbirgt. Wenn dieser schicksalshafte, prophezeite Tag nun endlich gekommen ist, gib mir diesen Schlüssel zurück
und ich werde kämpfen, um das One Piece einzufordern. So mächtig Shanks auf seiner bisherigen Reise auch war, ihm fehlte die wichtigste Eigenschaft, um das One Piece an sich zu reißen, die Macht, alle zu seinen Verbündeten zu machen. Dies ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um die letzte Prüfung zu bestehen, die Joy Boy für jeden vorhergesehen hat, der das One Piece beanspruchen will. Deswegen bringt Blackbeard am Ende auch keine Kraft dieser Welt, das One Piece zu besitzen. Das war auch einer der Hauptgründe, warum Roxy, Zabek und alle vor denen gescheitert sind. Und als er schließlich dieselben Worte wiederhört, die sein Captain Goldie Watcher einst sagte, ist er bereit, auf diese Worte zu setzen, die Worte des Traums eines Jungen, der den Willen von Joy Boy geerbt hat. Dieser Junge ist Monkey D. Ruffy. Und das, meine Freunde, das war auch schon der vorerst letzte Teil dieser großen, umfassenden Leaks für das mögliche Future Storyline zu One Piece. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was denkt ihr über die gesamten Leaks und den einzelnen Themenblöcken zum möglichen Storyverlauf der finalen One Piece Saga? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure gesamten Vermutungen, Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten habt ihr jetzt natürlich auch wie immer die Möglichkeit, mir sowohl ein positives als auch ein negatives Feedback zu hinterlassen. Und für weiteren Support könnt ihr jetzt sehr gerne einmal liken und im besten Fall sogar noch einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann lasst es mich doch wissen und schreibt unter diesem Video, dass ihr neu seid, damit ich jeden von euch herzlich willkommen heißen kann. Ich würde sagen, ich bin jetzt raus. Euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wie auch immer, meine Freunde. Euer Skype hier, One Piece. Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Gotcha. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy.